Das ist in der Magie ja so ein bisschen wie in der Literatur, in der Musik. Da gibt es so Klassiker, also Tricks, die man schon oft gesehen hat, aber halt doch nicht weiß, wie funktionieren die eigentlich. Und wir haben schon lange vor unserer Sendung mal unsere Prominenten gefragt, an welchem Klassiker sie sich gerne mal die Zähne ausbeißen würden. Da kam einstimmig ein Trick, nämlich? Ja, die Kiste, ne? Zum Durchsägen. Die zersägt. Solange nicht die Schwiegermutter drin liegt. Ja, du denkst da schon an wen bestimmten, ja? Ich habe nur eine. Die zersägte Jungfrau, die wird jetzt präsentiert. Und egal, ob die drei drauf kommen oder nicht, ich erkläre Ihnen danach auch tatsächlich, wie das funktioniert. Ich meine, klar, was brauche ich jetzt erstmal? Freiwillige Zuschauerin aus dem Publikum. Die sollte nicht größer sein als 1,50. Bitte einmal aufstehen. Ich bin wesentlich größer. Oh, da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Ja, danke, nehmen Sie Platz. Ja, süß. Würden Sie auch mal kurz aufstehen? Ja. Tja. Passt genau. Jawohl. Hätten Sie Lust auf eine kurze Karriere im Showgeschäft? Ja. Wie ist Ihr Name? Kerstin. Kerstin, die zersägte Jungfrau. Ja, Kerstin. Kommen Sie mal hier. Die klassische Bewerbungscouch für eine Zaubershow. Steigen Sie mal ein über die Treppe und gucken Sie nach, ob es passt. Ja, mit den Füßen hier zu mir. Den Kopf nach hinten ablegen. Halt, nee, stopp. Der andere Fuß vor. Genau. So ist perfekt. So, Beine auseinander ein bisschen. Sehr gut. Mal die Hand rausnehmen, Kerstin. Da hören Sie jetzt schon auf. Tun Sie die Hand schnell wieder rein. Ich versuche sie zusammenzusetzen. Kerstin! Ja, gut gemacht! Oh, noch ein bisschen wackelig auf dem Bein. Wir helfen Ihnen gleich nach unten. Danke, bis gleich, Kerstin. Ja.